Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bereite hier gerade die Kartoffeln vor für den Kartoffelsalat und wollte euch das mal zeigen. Das ist doch keine Kartoffel. Das ist eine Erbse. Ja? Ich versuche jetzt trotzdem mal, die zu schälen. So. Das wird unser Obst-Gemüse- kleines Mischbeet. Und der Rasen ist übrig und wird jetzt dorthin verlegt. Ja. Was soll ich? Ich mag es überhaupt nicht zu sagen, ey. Und dann sind wir fertig. Na komm mit deinem Grill. Was hast denn du da? Hä? Holzkohle für den E-Grill? Nee, auch den großen Grill. Wieso? Ist auch dann schlimm. Okay. Was filmst du? Dich. Willst mich nicht oben ohne filmen, hä? Hab ich auch nicht. Aha. Ich hab dich einen Gummistiefel. Ich trage nur Gummistiefel. Und eine Hose, die sieht man, tut mir leid. Achso, okay. Kniestrümpfe und Gummistiefel. Ja, geht mal so. Ja, los. Ja, ja. Guten Abend, ihr Lieben. Die Kinder werden gerade von Papa schlafen gelegt und ich habe jetzt Zeit für ein bisschen Hautpflege, weil ich bin gerade vor dem Planschbecken gelandet mit Haaren, mit Oberteil, mit Leinenhose, mit allem, was dazugehört. Wir haben eine richtige Wasserschlacht gemacht, war sehr schön. Aber jetzt habe ich wieder mal Lust auf Hautpflege. Ich fühle mich irgendwie gerade sonnencremig, schmierig und verschwitzt und alles. Also ich muss es heute unbedingt mal wieder machen. Ich habe das in letzter Zeit auch ein bisschen vernachlässigt. Wobei ich jeden Tag meine Produkte benutzt habe, aber Masken oder Tiefenreinigung, sowas habe ich in letzter Zeit überhaupt nicht gemacht, weil ich immer nur so schnell gearbeitet habe. Ich benutze jeden Abend hier mein Bubble Double von Yepoda, mein Reinigungsschaum. Ihr seht, der ist ja auch schon gut leer gegangen. Und dann benutze ich einfach meistens hier nur dieses Repair Hero Serum. Einfach um meiner Haut ein bisschen Pflege zu geben. Ansonsten mache ich gar nicht viel mehr. Es ist einfach zu warm und ich habe abends dann gar keine Lust mehr, groß Masken zu machen. Deswegen habe ich das in letzter Zeit seltener gemacht. Aber ich habe schon zu meinem Mann gesagt, jetzt, demnächst, wenn wir im Garten nicht mehr so viel am Buddeln sind, will ich meine Nägel machen, meine Fußnägel machen, wieder mehr Masken, wieder mehr drauf achten, ein bisschen mehr tun. Ich muss aber sagen, dass ich echt begeistert von den Produkten bin, weil meine Haut ist richtig gut geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich habe ja überhaupt keine Unreinheiten momentan. Ich hatte ja sowieso wenig Probleme, aber ich habe in letzter Zeit immer hier Probleme bekommen. Ich glaube durch die Maske. Ich habe das in regelmäßigen Abständen gehabt, dass es hier losging und da losging. Und das habe ich gar nicht mehr. Also richtig gut. Genau. Und jetzt fangen wir mal an und tun was für die Hautpflege. Ich habe mir vorgenommen, heute mal ein bisschen mehr zu machen. Und zwar, was in der koreanischen Kosmetik ja auch betrieben wird, sehr gerne, ist dieser Double Cleansing-Prozess. Das bedeutet, dass man erst die Reinigung mit Öl macht und dann mit Wasser. Und für die Ölreinigung gibt es hier den The Calm Balm. Calm Down, wie der Name schon sagt, Beruhigung. Das ist nämlich mit Olivenöl und Kokosnussöl und damit könnt ihr super gut Make-up-Reste und Teigrückstände von eurer Haut entfernen. Und ich finde, der riecht auch so gut. Der riecht so gut. Man riecht ein bisschen das Olivenöl, aber auch ein bisschen Kokos. Riecht aber auch leicht zitrisch, wie ich finde. Riecht so richtig sauber und so ein bisschen wie im Spa. So hat es auch im Spa auf den Malediven gerochen, also richtig schön. Ah, genau, ja. Den trage ich jetzt auf mein Gesicht auf, lasse den ein bisschen einwirken und lege mir dann nochmal so ein heißes Handtuch aufs Gesicht, dass die Poren sich richtig öffnen und das Ganze richtig einwirken kann. Was ich auch schon mal gemacht habe bei sowas ist, dass ich mich tatsächlich über eine Schüssel mit heißem Wasser gehängt habe, so wie bei einer Inhalation. Das mache ich, wenn ich wirklich richtig Wellness mache, dann mache ich sowas tatsächlich. Jetzt so am Abend standardmäßig mache ich das nicht, da gehe ich nicht auch noch runter und inhaliere dann ein bisschen. Aber das habe ich auch schon gemacht. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Das ist eine etwas zähere Geschichte hier. So. Ich trage den jetzt erstmal auf meine Haut. Als erstes verreibe ich den mal ein bisschen zwischen den Fingern, dass der auch ein bisschen wärmer wird und auch ein bisschen weicher, weil der ist in der Konsistenz relativ fest. Und dann massiere ich den sanft in die Haut ein. Ja, und wie gesagt, das Kokos und das Olivenöl sorgen eben dafür, dass ihr Talgrückstände und Make-up-Reste gut entfernen könnt. Und die Shea Butter, die drin ist, die macht eure Haut dann richtig schön weich. Also die sorgt dafür, dass die Haut sich beruhigt und schön weich und gepflegt ist.
Dann nehme ich mir ein schönes, ziemlich warmes, natürlich nicht kochend heißes Tuch und lege es mir aufs Gesicht. Das funktioniert normalerweise so, dass der Dampf dann eben die Poren öffnet. Ich habe jetzt dieses Tuch von Yepoda genommen, das war nämlich in meinem Set dabei, aber da tut es natürlich auch ein anderes kleines Handtuch. Und dann lasst ihr das einfach mal kurz wirken. Und wie gesagt, ich habe das auch gerne mal einfach mit so einer Dampfinhalation quasi gemacht. Also ihr kennt das bestimmt, Schüssel mit heißem kochendem Wasser auf dem Tisch, Kopf rein, also Kopf drüber, nicht rein, Handtuch über dem Kopf. Funktioniert auch sehr gut. So. Und wenn das ein bisschen eingezogen ist, dann spüle ich es ab. Ah, ich mag das. Die Haut fühlt sich richtig sauber und frisch an und als ob sie richtig durchatmen könnte. Ist ein richtig gutes Gefühl. Ihr könnt es natürlich jetzt so lassen. Aber das Ganze ist ja sehr ölhaltig. Ich mache auf jeden Fall noch Step 2, Reinigung mit Wasser. Und dann nehme ich hier wieder den The Bubble Double Schaum. Den mag ich echt gerne, also der ist ganz, ganz super. Der ist ja mit Salicylsäure und mit Granatapfel. Der macht eine richtig schöne, sanfte Haut, riecht sehr sauber und frisch. Er sorgt auch für eine Verfeinerung der Poren durch die Säure, die da drin ist. Also ist ein tolles Produkt. Ihr könnt ja erkennen, dass es schon gut, gut, gut geleert wurde. Benutze ich wirklich jeden Abend und jeden Morgen. Egal, ob ich jetzt Zeit habe oder mir Zeit nehme für großartige Masken und weitere Pflegesteps. Den benutze ich tatsächlich jeden Morgen und jeden Abend. Wenn ich mir Zeit nehme, dann nehme ich mein mein Cognac-Sponge. Aber manchmal, wenn ich es ganz eilig habe, dann nehme ich auch einfach nur meine Hände und trage den Schaum auf. Das geht ja auch. Persönlich finde ich das hier noch ein bisschen besser. Aber manchmal, da mache ich es mir halt wirklich ganz, ganz, ganz einfach und weg. Gerade morgens, wenn es darum geht, Kinder fertig zu machen, Betten zu machen, noch ein paar Sachen zu packen, zu lüften, da nehme ich mir nicht immer die Zeit für so eine ausführliche Pflege. Aber das finde ich ja eben gut an diesen Produkten. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man immer stundenlang pflegen muss. Man hat die Möglichkeit, richtige Wellness damit zu machen. Man kann aber auch einfach nur waschen, tup, 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 Creme, fertig. Und trotzdem ist die Wirkung sehr gut. Also das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Weil es gibt auch Reihen, wo man dann wirklich immer sehr lange braucht für so eine Routine. Was heißt lange? Aber eben länger, als es mir morgens passen würde. Und das mag ich dann halt nicht, ne? Weil es muss schnell gehen können. Auch wenn es schön ist, wenn man sich mal Zeit nehmen kann. Ich werde euch übrigens auch wieder meinen Code einblenden und in die Infobox verlinken. Ich habe nämlich gerade tatsächlich nicht im Kopf, wahrscheinlich Kati. Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz, ganz sicher. Deswegen werde ich euch alles auf jeden Fall auch einblenden und in die Infobox verlinken. Und wenn ihr Interesse habt, die Produkte von Yepoda auszuprobieren, dann guckt gerne mal vorbei. Es handelt sich ja um Naturkosmetik. Und was ich bei Yepoda auch sehr schön finde, dass die 1% ihres Umsatzes für den Planeten spenden, also für gute Zwecke und für die Umwelt, finde ich sehr, sehr gut. Jetzt nicht nur zu einer bestimmten Zeit, wo man wieder irgendeine Aktion startet, sondern das machen sie wirklich immer. Und es ist für euch auch eigentlich ohne großes Risiko, weil ihr ein 30-tägiges Rückgaberecht habt. Wenn euch die Produkte gar nicht zusagen oder nicht gefallen, könnt ihr die 30 Tage lang zurücksenden. Kenne ich bisher nur vom Home-Shopping, finde ich sehr gut. Vermindert das Risiko, ne? Man kann die Produkte mal ausprobieren und wenn ihr sagt, oh nee, das geht gar nicht oder das gefällt mir überhaupt nicht, könnt ihr die 30 Tage lang auch wieder zurückgeben. Oder ihr sagt, finde ich super toll. So. Als nächstes benutze ich dann dieses Serum. Ist kein unbedingtes Muss. Man könnte jetzt auch zum Beispiel einfach eine Creme oder eine Maske benutzen. Aber ich benutze diesen Repair Hero hier eigentlich immer. Das ist mit probiotischen Wirkstoffen, mit Milchsäurebakterien. Ihr bekommt da richtig viel Vitamin B12 für eure Haut. Das macht eure Haut richtig schön frisch und fit. Und natürlich ist auch Hyaluronsäure dabei für den Anti-Aging-Effekt. Genau, das kommt mit so einer Pipette. Einfach nur einmal drücken, dann ist die aufgezogen. Ich gebe mir das immer erst hier auf den Handrücken und dann nehme ich mir das und tupfe das auf. Da benutze ich auch wirklich überhaupt nicht viel. Da reicht mir schon so ein ganz, ganz kleines bisschen. Lässt sich super gut verteilen. Die Produkte sind übrigens auch sehr, sehr ergiebig. Das ist ja auch immer so eine Geschichte, aber die Produkte könnt ihr wirklich eine ganze Weile benutzen. Ich benutze die ja jetzt auch schon einige Zeit und da ist noch genug drin, wie ihr sehen könnt. Also hier
Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da ist noch einiges drin. Das ist ja oft so bei etwas höherwertigen Produkten, sage ich jetzt mal. Bei Drogerieprodukten ist es halt oftmals so, dass die relativ schnell aufgebraucht sind. Dafür kosten sie weniger. Von anderen Produkten kenne ich das ja auch schon seit Jahren. Da guckt man im ersten Moment und denkt, oh, puh, das ist aber teuer. Ging mir auch so, als ich das erste Mal eine Creme gekauft habe, die, keine Ahnung, 39 Euro gekostet hat und eben nicht 4,95 Euro aus der Drogerie. Dafür habe ich die aber auch ewig und 3 Tage benutzt. Da habe ich schon immer gedacht, oh, das wird ja überhaupt nicht weniger. Weil man da wirklich nur so einen Klecks an einem Tupf, Tupf, Tupf und dann verteilt man das und das reicht vollkommen aus. Im letzten Schritt benutze ich ganz oft dieses Produkt hier, The Midnight Magic. Das ist eine Nachtmaske. Die ist noch relativ neu bei Yepoda und das ist jetzt kein Muss und ich mache es auch nicht immer, aber eigentlich ist es der letzte Schritt und zwar die intensive Feuchtigkeitspflege. Ich mache es nicht jeden Abend, muss ich gestehen, aber relativ häufig. Vor allem jetzt im Sommer, wo meine Haut dann immer der Sonne ausgesetzt ist und ich wirklich viel abbekomme, da möchte ich ihr schon was Gutes tun. Da ist auch wieder dieser Powerwirkstoff Zika. Kika drin? Ich habe immer noch C-I-C-A auf jeden Fall. Der schützt eure Haut vor der Dehydrierung. Und da ist auch Jojobaöl drin und Hyaluronsäure und natürlich Lavendel. Das heißt natürlich, aber das konnte man sich denken bei der wunderschönen, fliederlilanen Farbe der Verpackung. Und das beruhigt eure Haut, schützt vor der Dehydrierung und wirkt auch den ersten Zeichen der Hautalterung entgegen. Durch die Hyaluronsäure natürlich auch, die ihr da drin habt. Und die riecht nach Lavendel tatsächlich, ein bisschen. Also es ist nicht zu schlimm. Zu schlimm ist jetzt das falsche Wort, ne? Zu schlimm ist blöd gesagt. Aber es ist so, dass ich den Duft von Lavendel total liebe, sehr. Aber er darf nicht zu krass sein und er darf nicht überall hängen. Dann ist es für mich fast schon ein bisschen zu viel. Aber in gewissen Mengen und kleineren Dosierungen finde ich Lavendel unheimlich schön. Das erinnert mich immer an Wellness und Urlaub und Sonnenschein. Und es ist wirklich beruhigend, Anti-Stress. Ich mag Lavendel gerne, aber es darf halt nicht zu krass sein. Ich habe auch überall im Garten Lavendel. Ich liebe es halt, ne? Genau. Und die Creme hat auch eine schöne, leicht lilane Farbe. Und das ist etwas, was ihr jetzt auftragt. Nehmt nicht zu viel. Legt lieber noch ein bisschen nach. Nehmt erstmal ein bisschen weniger. Man sagt so eine Haselnussgröße einfach mal auf die Hand geben. Ich nehme erstmal ein bisschen weniger. Und dann tragt ihr das auf und massiert das sanft in die Haut ein. Na, ein bisschen mehr könnte ich noch benutzen. Obwohl, nee, geht eigentlich. Nee, geht. Genau. Und wundert euch nicht, dass das nicht sofort hundertprozentig einzieht. Das ist eine Maske, keine Creme in dem Sinne. Das bedeutet, dass die erst über Nacht richtig in die Haut einzieht und sie mit so einem schützenden Film auch umgibt. Aber keine Sorge, ihr rennt jetzt nicht den ganzen Abend rum und seid klebrig im Gesicht. Das sind so die ersten paar Minuten und dann zieht die relativ gut ein. Also ich habe nicht das Gefühl, die ganze Zeit schmierig zu sein. Jetzt im ersten Moment habe ich noch das Gefühl, oh, ich habe irgendwas auf dem Gesicht, was nicht richtig verrieben ist. Weil es auch so einen leichten Cooling-Effekt hat, bei mir zumindest. So leicht kühlend. Aber natürlich habe ich den Film, ne? Das merke ich schon. Aber wenn ich jetzt ein paar Minuten warte, zieht es tatsächlich ein. Und über Nacht kann das Ganze dann richtig schön arbeiten. Und morgens ist die Haut dann super erfrischt, gepflegt und wirklich gut mit Feuchtigkeit versorgt. Also wenn ich normalerweise morgens aufstehe, eigentlich müsste ich gar nichts tun, ne? Ich mache dann trotzdem meine Reinigung, weil ich das einfach brauche morgens. Ich muss mir morgens das Gesicht waschen, auch mit irgendeinem Schaum. Ich brauche das einfach. Aber meine Haut hat halt über Nacht die ganze Zeit einen richtigen Pflegeboost bekommen. Mag ich sehr. Es zieht schon ein, es wird schon weniger. Dieser Cooling-Effekt lässt danach. Und auch dieses Gefühl, dass man noch was, ich sag mal, Schmieriges auf dem Gesicht hat, das hört dann auch auf. Und dann zieht das richtig gut ein. Na, also keine Sorge, da habt ihr jetzt nicht stundenlange Maske auf dem Gesicht. So ihr Lieben, das war's für mich jetzt erstmal an der Stelle. Wir gehen jetzt noch ein bisschen in den Garten kurz und nachher werde ich mich noch duschen, aber natürlich nur da abwärts, denn das Gesicht ist ja schon gepflegt. Haare waschen werde ich auch morgen erst. Die waren zwar jetzt nass, aber ist ja nichts drin, nichts dran, weil es auch kein Chlor im Wasser, deswegen ist es kein Problem. So, ich habe mir jetzt nochmal ein frisches T-Shirt angezogen. Mir war gerade in dem anderen so warm. Boah. Wir werden jetzt noch ein bisschen auf die Terrasse gehen und den Abend ausklingen lassen. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal bei Yepoda vorbei. Ich blende euch den Code jetzt nochmal ein und er steht, wie gesagt, auch in der Infobox. Es gibt aktuell wieder 30% Rabatt. Und aktuell gibt es auch noch eine zusätzliche Aktion. Und zwar bekommt ihr beim Kauf der Produkte ein gratis Repair Hero Serum dazu. Also eins meiner absoluten Lieblingsprodukte von Yepoda. Schaut gerne mal vorbei, wenn euch das Ganze interessiert. Ihr könnt Sets kaufen oder die Produkte eben auch einzeln. Den Zeitraum, in dem das gilt, blende ich euch nochmal ein, beziehungsweise schreibe euch das in die Infobox. Und jetzt gehe ich runter und hole mir meinen Drink. Ich habe jetzt Lust auf irgendetwas Eisgekühltes. Und wenn es ein Kirschsaft ist, aber es muss kalt sein. Ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute.
Vielleicht zeige ich euch gleich noch unser Essen, aber ansonsten war es das für heute und ich melde mich morgen oder die Tage. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Bei uns gibt's heute Bruschetta. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Ich habe hier schon Cherry-Tomaten klein geschnitten, Mozzarella und die Olivenöl, Zwiebel, Kräuter, Knoblauchmischung, die hauptsächlich aus Knoblauch besteht. Mein Mann freut sich schon drauf. Ja, riecht auf jeden Fall sehr lecker. Die werde ich jetzt vorbereiten und wenn die Kinder schlafen und mein Mann sein Workout gemacht hat, kommen die in den Ofen. Ich darf heute keinen Sport machen, weil ich gerade meine FSME-Impfung bekommen habe. Da darf man halt keinen Sport, sonst würde ich natürlich. Ne? Und hier trinke ich mein Minzwasser ohne Minzblätter. Die sind noch in der Karaffe, aber sehr lecker. Eigens gezogene Cocktailminze. Sehr gut. Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. Die sehen auf jeden Fall schon mal richtig lecker aus. Ich habe jetzt wirklich nur Olivenöl, Knoblauch, Zwiebeln, eben das Öl mit den Kräutern drauf, Mozzarella und Tomaten. Auf ein paar habe ich nur Mozzarella. Mal probieren, wie es schmeckt. Meine Tomaten haben aber auch nicht gereicht. Ich hätte noch welche schneiden können, aber ich habe gedacht, nee, komm. Da wäre so eine blöde Menge übrig geblieben, die hat sich nicht gelohnt. Deswegen habe ich es jetzt mal so verteilt. Freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Mein Mann ist jetzt gerade duschen nach dem Workout. War ein kurzes heute. Und ich heize jetzt den Backofen vor und dann machen wir unser Essen und gucken Guardians of the Galaxy. Guten Morgen, ihr Lieben. Oh Gott, ich bin ja ganz zerzaust, hab ich gar nicht gesehen. ich war gerade ganz kurz bei Rewe. Ich zeige euch, was ich geholt habe. Es ist nicht viel. Ich habe nur so ein paar Angebote noch eingetütet. Ich denke, dass wir am Wochenende vielleicht mit Hannah mal zum Einkaufen fahren, weil Annabelle ist bei meinen Eltern und Hannah ist bei uns. Und vielleicht gehen wir mit ihr mal ins Rewe-Center, einfach, dass sie das auch mal erlebt. Das ist ja traurig, dass das für Kinder momentan ein Erlebnis ist, aber es ist so. Die war ja nicht oft mit einkaufen und deswegen, vielleicht macht es ja Spaß. Und ansonsten werde ich gleich aufräumen und zwar komplett anfangen im Haus durch alles durchzugehen, weil es sieht aus wie ein Schlachtfeld im Haus. Also wirklich, wir waren die Tage jetzt draußen. Es war so schönes Wetter. Wir waren die ganze Zeit draußen. Entweder haben mein Mann und ich noch hinten im Garten was gearbeitet oder eben mit den Kindern. Und die rennen natürlich mittlerweile rein und raus. Die kennen dann nichts. Barfuß mit Sand an den Füßen oder auch mit Gras an den Füßen. Also die kennen da wirklich gar nichts. Und so sieht es halt momentan noch aus. Alles fliegt irgendwo rum. Ich muss ganz dringend aufräumen. Okay, schauen wir kurz, was ich gekauft habe. Oh, fangen wir ganz gesund an. Ich habe Paula mitgenommen. Mögen die Kinder total gerne. Essen wir super selten, aber am Wochenende zum Frühstück dürfen sie immer mal Paula. Und dann habe ich mir wieder meinen Schokopudding mitgenommen. Habe ich gerade Appetit drauf. Ich brauche das heute. Den esse ich gleich. Dann habe ich auch wieder zweimal ein Hip-Kinderessen mitgenommen. Und zwar das hier. Die Paella mit buntem Gemüse und Biohühnchen. Das ist das hier. Aus irgendwelchen Gründen liebt Hannah das total. Wir versuchen ja wirklich, dass sie kein Kinderessen mehr isst. Sie isst bei uns mit oder im Notfall nimmt sie auch mal eine Flasche, wenn sie zu K.O. ist, zu müde ist. Aber in letzter Zeit ist sie auch ziemlich wählerisch, was das Essen betrifft. Also irgendwie zu Hause, man hat das Gefühl, dass sie zwar eigentlich essen will, aber eigentlich auch nicht, weil sie keine Zeit dafür hat und jetzt nicht möchte und beschäftigt ist und. Also ich weiß nicht. Das kommt mir manchmal so vor und es gibt Zeiten, da gucke ich sie an und sehe, sie ist so todmüde, da gebe ich ihr eine Flasche. Und es gibt Zeiten, wo ich sie eigentlich könnte sie aber essen. Und dann ist so das die letzte Option quasi. Wenn sie das auch nicht isst, dann weiß ich, okay, vergiss es, das wird nichts, weil das liebt sie wirklich. Ich hole auch nur noch das, weil das ist wirklich nur noch mein Notfallplan. Dann habe ich noch zweimal Soßen mitgenommen zum Grillen, weil immer noch im Angebot. Und ich dachte mir, nimm noch mal eine Cocktailsoße mit. Die Kinder stehen ja so drauf. Nimm lieber noch eine mit. Und dann habe ich noch einmal Burgersoße mitgenommen. Die habe ich beim letzten Mal irgendwie übersehen. Können wir aber auch ganz gut gebrauchen. Dann Weintrauben, weil die Kinder haben jetzt am Feiertag wie verrückt Weintrauben gegessen. Nur Trauben, die ganze Zeit. Sie wollten nichts anderes, nur Trauben. Dann habe ich noch viermal von OSC hier den roten Multivitaminsaft mitgenommen, weil wir den sehr mögen, weil er eben auch gerade im Angebot war. Und die Kinder trinken hier eigentlich gar keinen Saft. Die trinken nur Wasser, mal einen Tee, Milch, ja, Kakao, aber keinen Saft. Das ist wirklich eher sowas, was wir sie mal probieren lassen. Wir wollen nicht, dass sie dauerhaft Saft trinken, aber ab und zu mal so zwischendurch finde ich es okay, wenn sie mal kurz was anderes auch mal trinken, für den Geschmack einfach. Und Hannah hat es bei mir halt gesehen mit Crushed Eis drin und jetzt mag sie das, wenn sie so ein Glas Saft hat. Muss ja nicht voll sein, reicht ja so viel. Mit Eis und dann nippt sie und nippt. Und da kann sie sich eine halbe Stunde mit beschäftigen. Ne? Nippt und dann kommt noch das Eis und hat sie voll Spaß dran. Annabelle hat auch probiert, schmeckt ihr auch. Das würden sie jetzt nicht massig trinken.
Und das kriegen sie auch nicht in ihre Flaschen, da ist immer Wasser drin. Aber ab und zu mal so nippen ist okay. Und wie gesagt, für Hannah ist das dann eher so ein Spiel. Ne? Da muss das Wasserglas da stehen, das Saftglas mit dem Crushed Eis. Und dann trinkt sie. Und das habe ich 4-mal mitgenommen, weil sie das jetzt eben auch so mag. Deswegen dachte ich, nimm mal mit. Kann ich ja in die Abstellkammer stellen. Und dann habe ich noch Activia mitgenommen, weil er eben auch gerade im Angebot war. Ich mag gern diesen Quinoa- und Sonnenblumenkerne. Dann habe ich einmal Kirsche mitgenommen, wo mein Mann wird auch Himbeere oder Erdbeere essen. Und dann, weil den hatten wir noch nie, Sommeredition, Activia, Kiwi, Limette und Aloe Vera. Aloe Vera muss ja überall drin sein, auch im Essen. Probieren wir es mal. Und dann habe ich noch 2-mal hier den Sauerkirschnektar mitbekommen. Mitbekommen, ja. War gratis. Nein, mitgenommen, weil wir den auch so gerne mögen. Ich mag den Ticken lieber noch als den roten Multivitamin. Hannah mag ihn auch. Deswegen bin ich jetzt wieder eingedeckt. Das war's. Mehr habe ich auch gar nicht gekauft. Und jetzt werde ich mich kurz mal an die Arbeit setzen und dann ist 8:30 aufräumen. Step by step mich durchräumen. Ich habe so keine Lust gerade. Aber es muss sein. Ihr Lieben, ich lege los. Ach ja, bevor ich loslege, Kaffee. Ich habe natürlich wieder Kaffee gekauft, war im Angebot und die nächste Tüte ist schon wieder leer gegangen. Und es war gerade auch mal der Crema da. Normalerweise ist immer nur der Espresso da und der Crema ist immer vergriffen, wenn er im Angebot ist. Also hier wieder statt, ich glaube, 14 Euro oder 12 Euro, 7 Euro. Jawohl. Aber jetzt räume ich auf.